Fotoboxen. Ein ganzes Thema, ein ganzes Video über Fotobox. Ja, das funktioniert, weil da gibt es wirklich wieder so einiges, was man beachten könnte, sollte, müsste, wie auch immer. Fotobox generell ist natürlich ein super Spaß bei der Hochzeit. Ich habe es wirklich erlebt, dass 80-jährige Omas von der Fotobox nicht mehr wegzukriegen sind, weil die sich verkleidet mit Hut und Brille und Co. so einen Spaß gemacht haben, dass sie nicht mehr zum Menü bewegen waren quasi. Nee, Fotobox ist echt eine coole Geschichte für große Leute, für kleine Leute und darf mittlerweile eigentlich auf einer Hochzeit fast nicht mehr fehlen. Prinzipiell solltet ihr euch überlegen, wie viel Geld ihr wieder dafür einplanen wollt. Hier kommt es ganz klar darauf an, auf den Service und auf die Qualität der Fotos. Für so ganz einfache Fotos reicht wirklich schon eine günstige Box. Das bedeutet, dass ihr keine Spiegelreflex als Kamera habt, sondern wirklich nur eine normale Kamera oder auch ein iPad. Dann sind natürlich qualitativ die Unterschiede einfach größer. Aber die Frage ist, wenn man sich so etwas anschaut, so ein Foto, ob das jetzt wirklich perfekt sein muss und ob das wirklich detailliert jede Falte zu sehen sein muss oder ob es einfach wirklich nur ein Spaß ist. Überlegt euch, wollt ihr eine Fotobox mit Sofortausdruck, also eben genau sowas, was ich in der Hand habe. Das heißt, dass jeder eurer Gäste wirklich das Foto direkt in die Hand bekommt. Der Vorteil ist, ihr könnt ein Gästebuch daneben legen, die Leute können es direkt einkleben und ihr habt wirklich eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Und man kann es auch noch ein zweites Mal ausdrucken, also einmal fürs Gästebuch und einmal zum Mit nach Hause nehmen. Wichtig ist, immer darauf achten, dass Spaß, Brillen, Hüte, Bärte, was immer dabei ist. Weil das macht das Ganze erst richtig lustig und richtig interessant. Hier ist zum Beispiel so ein Foto ohne. Das ist von meiner Kollegin. Wir haben es auf einer Messe gefunden, ohne irgendwelche Gadgets. Ist ein nettes Foto, aber es ist halt nur Männlein und Weiblein nebeneinander, ohne irgendwie jetzt einen Spaßfaktor. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Partykoffer, die Fotobox mit Wurstsemmel und Brille und Co. Das macht natürlich einfach viel mehr Spaß. Und dann ist die Frage, wo stellt ihr die Fotobox auf an eurer Hochzeit? Natürlich ist es so, dass ständig mit jedem Mal klicken leuchtet der Blitz auf. Also das direkt hinter dem Brauttisch zu machen, ist glaube ich ein bisschen blöd. Das stört nicht nur die Atmosphäre, das wird auch selbst euch irgendwann stören, wenn ihr ständig in dieses Blitzlicht mit reinschaut. Zusammengefasst, die wichtigsten Punkte sind Qualität der Fotos, wie wichtig ist es euch, reicht euch eben eine normale Kamera oder muss es eine Spiegelreflex sein, Service vor Ort, baut die Fotobox jemand auf oder muss ein Trauzeuge vor Ort hin und die vorher mit aufbauen, habt ihr einen Hintergrund oder wollt ihr einen Hintergrund, gibt es Gadgets, die schon mit dabei sind, Verkleidungsutensilien und Co. Ist es eine Fotobox, die zum Selbstausdrucken, also die einen Sofortdruck bereithält, hat? Wie sieht es mit dem Versand aus? Ist der versichert? Ist der Versand bereits inkludiert? Gibt es einen Rückversand? Und könnt ihr das Design ändern? Also könnt ihr für eure Hochzeit ein individuelles Design machen? Wie zum Beispiel bei der Foboxy. Bei der Foboxy kann man sich mehrere Hintergründe aussuchen, auch die Farben aussuchen. Man kann ein individuelles Design hochladen und hat dann zum Beispiel hier auch an der Seite den Namen des Brautpaars stehen. In unserem Fall jetzt Julia und Stefan oder Max und Moritz oder wen auch immer. Das wären so die wichtigsten Punkte für die Fotobox. Ich finde es eine coole Geschichte. Ich finde, es darf auf keiner Hochzeit mehr fehlen und es ist wirklich ein Spaß für Groß und Klein.